Abgang einer Ministerpräsidentin. Vom Shootingstar der SPD zur Verliererin. Ja, das ist tragisch. Ich finde es nicht, es tut mir leid. Schwarz-Gelb ist abgelehnt! Hoffnungsträgerin, mächtigste Frau im größten Bundesland. Eine Spitzenpolitikerin mit Schwächen. Verabredet keine Nachfragen, wenn ich nicht liebe. Und ein Mensch mit großem Herz. Sie sind nicht allein. Mit den Jahren habe ich ihr jedes Amt, auch das der Regierungschefin auf Bundesebene, zugetraut. Und das tue ich heute noch. Regierungspolitik in Nordrhein-Westfalen war lange in Männerhand. Bis zur Landtagswahl 2010. Hannelore Kraft wird die erste Ministerpräsidentin. Wie aufgeregt sind Sie? Jetzt ja, gerade war ich noch ganz ruhig. Haben Sie aber gut geschlafen? Ich habe super geschlafen. Frau Ministerpräsidentin Kraft, ich frage Sie, nehmen Sie die Wahl an? Ich nehme die Wahl an. Vielen Dank. Sie war ja eigentlich so eine Art Trümmerfrau der SPD. Die SPD hatte nach Jahrzehnten die Macht in NRW verloren und eigentlich hatte keiner von den Jungs mehr Lust, die Scherben zusammenzufegen. Und dann hat man halt Frau Kraft dran gelassen. Und dann hat sie das Besondere und das Überraschende geschafft und ist Ministerpräsidentin geworden. Oh, da steht ja schon Ministerpräsidentin. Ja, eben. Mein Gott, wir sind ja auch flott. Mann. 2010, Hannelore Kraft traut sich was. Sie wagt sich in eine Minderheitsregierung mit den Grünen. Sie will eine andere Politik, menschlicher, sozialer. Und sie will einen anderen Regierungsstil, weiblicher. Mit einem Kabinett, dem genauso viele Frauen wie Männer angehören. Noch eine Premiere in NRW. Doch kaum ist sie im Amt, passiert das. Die Love Parade in Duisburg sollte ein rauschendes Fest werden und endet in einer Katastrophe. 21 Menschen sterben. Die Ministerpräsidentin hält die Trauerrede. Liebe Angehörige, liebe Trauernde, wir stehen in dieser schweren Stunde an Ihrer Seite. Wir fühlen mit Ihnen. Als Land Nordrhein-Westfalen werden wir allen Betroffenen, die Unterstützung benötigen, schnell und unbürokratisch helfen. Aber wir wissen auch, wir können Ihren Schmerz nicht ermessen und nicht lindern. Von dir wird erwartet, dass du den Leuten wieder Hoffnung gibst, dass du ihnen ein bisschen Zuversicht in einer für sie persönlich, ja, wenn die eigenen Kinder tot sind, das ist doch unvorstellbar als Abgrund, in dem man blickt. Aber du darfst dich nicht einfach mitreißen lassen. Und da weiß ich, dass Hannelore Kraft diese Fähigkeit hat, sich selber dann wieder stark zu machen im Willen, den Leuten eben, so gut man es eben kann, Hilfe anzubieten. Und doch bitte ich Sie, öffnen Sie Ihre Herzen für alle, die Ihnen Trost spenden wollen und Ihnen über den Verlust eines unersetzlichen geliebten Menschen hinweghelfen möchten. Sie sind nicht allein. Ich fand damals unheimlich stark, dass sie genau den richtigen Ton und die richtige Emotion in dem Moment gefunden hat, weil sie sich in die Hinterbliebenen hineindenken konnte, wie es vielleicht ein Politiker, der so eine Trauerfeier als Termin wahrnimmt, nicht könnte. Hannelore Kraft kommt an damals im Amt und bei den Menschen. Herzlich, offen und direkt. Die Wiederwahl 2012, eine klare Sache. Frau Ministerpräsidentin, Sie dürfen natürlich jederzeit im Kreis der Kolleginnen und Kollegen und der Landtagsabgeordneten mitten im Plenum Platz nehmen. Aber wenn Sie mögen, dürfen Sie auch jetzt das erste Mal auf Ihrem Platz. Es ist eine Aufstiegsgeschichte wie aus dem politischen Bilderbuch, herausgegeben von ihr selbst. Wer wie der Journalist Rainer Burger in ihrer Wahlbroschüre blättert, findet viel Privates. Das Mädchen aus Mülheim, Tochter eines Straßenbahnfahrers und einer Schaffnerin.
Die erste in der Familie, die Abitur und Karriere macht, die studiert und nach London geht, Ehefrau und Mutter wird. Ein perfektes Image. Also das ist schon Home Story im Parteiformat. Wer so super drauf ist, PR-mäßig, braucht auch keine Bunte mehr. Ja? Und das ist sehr, sehr gut gemacht. Wirklich, es ist in keinster Weise ironisch, was ich sage, sondern das ist einfach High-End. Das ist die Agentur Butter, die ja dann auch im Wahlkampf 2012 eine wichtige Rolle gespielt hat und die ja auch zum Wahlsieg geführt hat. Was wird denn jetzt das Erste sein, was Sie als neu gewählte Ministerpräsidentin anpacken werden? Mein Mann. Wir machen das nicht, nur um eins klarzustellen, das ist unser Familienalbumfoto. Ja? Wir sagen, was wir wollen. Das ist ganz wichtig, weil wir das beim letzten Mal schon gemacht haben. Nicht böse sein. Aber das ist was für das Tradition. Am Ende stand die CDU bei 26% und die SPD bei 39%. Und das war natürlich dann schon eine Ansage. Und daraus folgt dann auch alles Weitere, ne? Die Begehrlichkeiten anderer Genossen, die dann sagen, ja, Hannelore, du bist ja so erfolgreich. Bist du nicht eigentlich unsere geborene Kanzlerkandidatin? Das ist eine berechtigte Frage bei 39,1%. Sie hat dann auch mächtig Aufwind in der Bundes-SPD bekommen, die ja damals auch in einer Depression steckte. Das war ja dann die Zeit schwarz-gelbe Bundesregierung ab 2009. Und sie war diejenige, die mit der zweiten Wahl zur Ministerpräsidentin die SPD wieder ins Spiel gebracht hat, auch bundespolitisch. Und deshalb fing dann die Phase an, dass man ihr alles zutraute bis zur Kanzlerschaft. Ich gehörte auch zu denen, die das für durchaus möglich hielten. Reise nach Israel und nach Palästina. Ein völlig neues Terrain für die Landespolitikerin Kraft. Hier im Westjordanland unterstützt Nordrhein-Westfalen den Aufbau von staatlichen Strukturen. Auf einem Übungsplatz zeigen Spezialkräfte der Polizei ihr Können. Martialische Szenen. Die Polizisten simulieren den Ernstfall. Und die Ministerpräsidentin durchbricht das Protokoll. Sie will mit den Männern reden. Wer einen tollen Job macht, der soll das auch wissen. Ich glaube, dass ihre ganz große Stärke ist, innerhalb kurzer Zeit Nähe herzustellen, weil sie sich für die Leute interessiert und weil sie diesen persönlichen Austausch braucht. Und zwar abseits von dem, was Politik sonst noch ist, also Strategien, Entscheidungen, Machtspielchen. Sie braucht im Grunde das, was so das Zwischenmenschliche ausmacht. Und deswegen kann sie, egal ob es ein Staatspräsident ist oder ob es die Fleischer-Fachverkäuferin ist im Wahlkampf, kann sie sofort Nähe herstellen. Ein Treffen mit palästinensischen Frauen, Bürgermeisterinnen, Juristinnen, Wissenschaftlerinnen. Christina Rau, die Frau von Johannes Rau, ist an ihrer Seite. I want to encourage you. You said, you will never be Minister President of Israel. I think big, because what we realized in Germany, what our fight is in Germany right now, we tried through the 100 years, we tried to come bottom up. And what we discuss now is we have to go top down, because when you are in the lead, you can do a lot for other women, you can show how it works, and that makes it easier for the following generation. So, thanks a lot for being here. It was a wonderful talk with you. Thank you. Höhepunkt der Reise ist das Treffen mit dem israelischen Staatspräsidenten. Shimon Peres begrüßt Hannelore Kraft im King David Hotel. Die Neue aus Deutschland und der große alte Staatsmann. Die Chemie stimmt von Anfang an. I brought Christina over with me. I have to give you a hand. You asked that we should empower women. So, you know, yes, yeah. Prime Minister.
Ja, aber ich glaube ohne Presse jetzt, ne? Wir würden uns gerne ohne. Well, I would like to welcome you. Das Treffen dauert etwa eine Stunde. Perez begleitet sie vor die Tür, obwohl das gar nicht vorgesehen ist. Er will sie noch nicht gehen lassen. Hannelore Kraft hat Shimon Peres überrascht. Sie hat ihn gefragt, wie es ihm nach dem Tod seiner Frau geht, die vor wenigen Monaten gestorben ist. Das habe ihn noch kein Politiker gefragt, erzählt Kraft hinterher. Thanks a lot. Thank you. Okay. Mr. President. Das ist teilweise erschreckend, dass man mit jemandem redet, dass man sich vorbereitet auf alle denkbaren politischen Nuancen eines solchen Gesprächs, aber dass auf der anderen Seite das Bewusstsein, ich rede da mit einem Menschen, der vielleicht gerade in einer tief verletzten Situation privat lebt und arbeitet, dass man die Kraft nicht hat, die Sensibilität nicht hat, sich ihm zuzuwenden. Und es spricht sehr dafür, dass Hannelore Kraft das wahrgenommen hat, es gesehen hat und dann eben in einem solchen Gespräch darüber eine menschliche Brücke gefunden hat. Sommer in der Hauptstadt. Ab 2012 wird Hannelore Kraft auch in Berlin wahrgenommen. Die Frau aus Mülheim gilt längst als die Merkel der SPD, manchen schon als ihre Nachfolgerin. Die Sommerfeste in der Landesvertretung, ein Schaulaufen der Berliner Politprominenz. Wir haben wie immer keine Kosten und Mühen gescheut und wir haben vor allen Dingen Sonne. Ich behaupte standfest, ich habe sie mitgebracht aus Kalifornien im Gepäckraum und es hat geklappt. Ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Habt ihr 5000 Gäste eingeladen? Zwei. Zwei reicht, oder? Hab ich mir gedacht. Wir sind aber, in der Halle. Aber ihr habt doch keine VIP-Lounge mehr, ne? Nee. Ja, genau, du kennst mich doch. So weit brauche ich nicht. Kraft wird geschätzt und ernst genommen, auch als Konkurrentin von politischen Freunden und Gegnern. Wie machtvoll nehmen Sie sie wahr? Ja, voll. Ja, ja, ja. Sie ist sehr kraftvoll und machtvoll. Auch machtbewusst? Ja, eindeutig. Ich habe gelegentlich im Kreise der Ministerpräsidenten sogar den Eindruck, dass sie auf der Seite der SPD-geführten Länder durchaus die Führerin ist. Ja, die Kollegin Kraft ist eine sehr selbstbewusste, entschlossene Frau, die immer genau weiß, was sie will und das sehr entschieden einbringt. Und nochmal Berlin vor dem Bundesrat. Auftritt Kraft. Sie ist die Chefin des größten Bundeslandes, die Koordinatorin der SPD-Länder, zu dieser Zeit die stärkste Gegenspielerin der Kanzlerin. Kraft genießt diese Rolle, sie nutzt ihre Netzwerke, organisiert rot-grüne Mehrheiten und kämpft sichtlich gern für NRW-Interessen in der Hauptstadt. Trotzdem, wirklich heimisch wird sie hier nicht. Abends geht's fast immer zurück, nach Hause, nach Mülheim oder nach Düsseldorf. Das berühmte Aktenfressen, was man nicht sieht, wenn man Politiker im Fernsehen sieht. Kraft ist mächtig und kampfeslustig. Weil das Geld knapp wird, verordnet sie tausenden Landesbeamten 2013 eine Nullrunde. Die machen eine Demo. Ja, ja, das weiß ich. Ja, klar. Ich weiche denen ja nie aus. Insofern gehe ich natürlich dahin, wenn die da stehen. Ach, Quatsch. Alles Unsinn. Ich habe immer gesagt, wenn da Demonstranten stehen, gehe ich dahin. Ich weiche dem Gespräch nicht aus. So, das tue ich weder heute noch tue ich das morgen. Zum ersten Mal weht der Ministerpräsident den Gegenwind ins Gesicht. Beim Geld hört die Freundschaft auf, auch die mit den Gewerkschaften. Kraft stellt sich der Herausforderung. Die komplette Übertragung des Tarifergebnisses hätte für das Land Nordrhein-Westfalen mehr Ausgaben in zwei Jahren von 1,3 Milliarden bedeutet, bei einem Gesamthaushalt von 60 Milliarden. Das konnten wir so nicht entscheiden, vor dem Hintergrund einer Nullschuldenbremse, die wir 2020 erreichen mussten. Das war nicht machbar. Das war nicht nur die SPD und es waren nicht nur die Ministerpräsidenten, die sich stark gesehen hatten, sondern ich weiß, dass es auch eine Phase gab, da hatte man im Kanzleramt vor keinem Konkurrenten, Konkurrentin so viel Respekt wie vor Hannelore Kraft. Diese Phase gab es durchaus und das war eben auch so um 2013 herum.
Schon im Herbst 2012 kürt die SPD ihren Kanzlerkandidaten. Wenn es nach Beliebtheitswerten ginge, wäre es Hannelore Kraft. Doch sie hat abgewunken. Eine Entscheidung, die Folgen haben wird. Sie will in NRW bleiben. Hier hat sie sich Ziele gesetzt. Die Kandidatur überlässt sie Peer Steinbrück. Ich habe gut geschlafen, aber ich hatte um 4.20 Uhr den Wecker. Und mein Daumen ist nicht mehr da, weil ich so viele SMS beantworten musste. Einen Tag vor dem NRW-Landesparteitag ist die Kandidatur von Steinbrück bekannt geworden. Wohl kein Zufall. Ich freue mich darüber, dass Sigmar Gabriel Peer Steinbrück vorgeschlagen hat als Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Lieber Peer, schön, dass du heute bei uns bist. Sie hatte damals in der SPD eine so starke Position, dass nichts an ihr vorbei gemacht werden konnte. Also weder Steinbrück noch Steinmeier noch Gabriel konnten ohne ihr Plazett, ohne ihren Segen Kanzlerkandidat werden. Und am Ende hat sie dem dann eben zugestimmt, weil sie eben sonst selbst an der Reihe gewesen wäre. Wir freuen uns darüber, dass ein Nordrhein-Westfale der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird. Wir stehen alle hinter dir. Glück auf geht's. Danke euch. Steinbrück im Zentrum der Aufmerksamkeit. Er sonnt sich. Und die Ministerpräsidentin? Ziemlich allein zu Hause. Sie hat sich aus dem Spiel um die höheren Posten genommen. Jetzt muss sie zuschauen, wie es ein anderer macht. Vielleicht hat sie nicht bedacht, wie sich das anfühlt. Ob sie es bedauert in diesem Moment? Ihre Wiederwahl zur Landesvorsitzenden jedenfalls gerät zur Nebensache. Immerhin zur ungefährdeten Nebensache. So, wir haben ein Ergebnis. Von den 437 gültigen abgegebenen Stimmen haben wir eine Enthaltung, drei Nein-Stimmen und 433 Ja-Stimmen. Hannelore, nimmst du die Wahl an? Liebe Genossinnen und Genossen, ich habe echt nicht damit gerechnet, dass man das Ergebnis vom letzten Mal noch toppen kann. Ich sage Dankeschön an euch alle, dass wir das alles gemeinsam so wunderbar hinkriegen. Vielen, vielen Dank dafür und ich nehme die Wahl gerne an. Man kommt natürlich heute nicht umhin, noch mal zu sagen, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die auch ihren Namen vielleicht gestern in den Agenturen hätten lesen wollen und können. Immer wieder werden sie auch immer noch darauf angesprochen. Ist das was, was Ihnen heute durch den Kopf geht? Nein, das geht mir nicht durch den Kopf. Das habe ich schon lange abgehakt. Ich habe hier meine Aufgabe, die möchte ich gern zu Ende bringen. Das ist für die Sozialdemokratie insgesamt sehr wichtig. Herzlichen Dank. Dankeschön. Leicht ist es ihr natürlich nicht gefallen, weil sie seine Defizite kannte und auch gesehen hat und sich sicherlich nicht allzu sehr gewundert hat, was dann an Pannen im Wahlkampf passiert ist. Es gab so eine Art Phantomschmerz auch in der SPD. Ah, wäre es nicht doch besser gewesen, als dann so die Schwierigkeiten mit Steinbrück auch anfingen und so dieses Rumgestolpere und diese ganzen Honorare. Und das war ja alles ziemlich unschön, auch für so eine Kampagne natürlich eigentlich der volle Rohrkrepierer, ne? Und da gab es schon einige, die so, Hannelore wäre doch eigentlich, und da gab es sogar die Überlegung, also wenn er jetzt aussteigt, also wenn er hinwirft, dann wird aber Hannelore Kraft, also die Kanzlerkandidatin. Ja, so war das. Hannelore Kraft im Bundestagswahlkampf 2013. Während Peer Steinbrücks Stern schon sinkt, füllt sie die Marktplätze. Seinen Namen nennt sie fast nie, aber sie kämpft für ihn. Denn sie weiß, ohne ein gutes Ergebnis in Nordrhein-Westfalen hat Steinbrück gar keine Chance. Schaffen Sie auch. Deshalb kämpfe ich hier bei der Bundestagswahl wie ein Löwe. Ich mache 140 Termine, damit ich den Leuten sagen kann, warum wir höhere Steuern brauchen. 150
Jahre kämpfen wir für Wahlkampf in NRW. Das kann sie, das liebt sie. Reden, zuhören, streiten. Wir haben die Stundenzahl an den Gymnasien noch nicht erhöht, sondern es gibt eine bestimmte Gesamtstundenzahl, die erbracht werden richtig. Muss, damit ein Abitur international richtig, anerkannt richtig. Wird. Das und, ist der Rahmen. Und Sie warum haben, sind Sie denn so aggressiv? Ja, weil ich Ihnen gerade sagen möchte, dass die Stundenzahl, die die G9-Schulen, die 8, die es in Nordrhein-Westfalen überhaupt mitmachen. Es gibt Gesamtschulen, die haben alle G9. Darf ich? Ich sag's nur. Ja. Darf ich ausrechnen? Ja. Die müssen mehr Wochenstunden in der Sekundarstufe 1 machen als die G8-Gymnasien. Das kann nicht sein. Nein, das kann das auch nicht ist sein. So. Das ist so. Werde ich nachhören, aber die kann ich mir nicht vorstellen. Die 6-1-Stundenzahlen an, G9, an den G9-Gymnasien sind größer als an den G8-Gymnasien. Wenn Sie mir eine Gut. Adresse geben, kriegen Sie gerne eine Antwort. Gut. Ja? Danke. Man muss sich auf die Menschen einlassen. Die Leute spüren sofort, ob man so tut, als ob. Oder ob man sich wirklich auf sie einlässt, ob man ihnen zuhört. Und ich glaube, diese Fähigkeit hat Hannelore Kraft. Doch das allein wird diesmal nicht reichen. Es ist der 22. September 2013, das Willy-Brandt-Haus in Berlin. Die SPD-Zentrale am Abend der Bundestagswahl. Halten Sie sich fest. Die Prognose von Infratest DiMa für die Bundestagswahl sieht für die CDU-CSU 33,5 CDU plus 8,5 CSU 42% gewaltiger Anstieg plus 8 Punkte. Die SPD legt nur leicht zu, 3 Punkte mehr, 26%. Das wäre das zweitschlechteste Ergebnis aller Zeiten. Schock und Enttäuschung bei den Sozialdemokraten. Das Ergebnis ist ein Desaster. Sie hatten auf deutlich mehr gehofft. Per Steinbrück dankt ab. Und Hannelore Kraft ahnt bereits, was auf sie zukommt. Sie wird nun mehr denn je in Berlin gebraucht. Das hatte sie nicht gewollt. Sind und gelaufen sind und auch für mich in den letzten Wochen und Monaten. Es war ein fantastischer Wahlkampf, insbesondere auf der Strecke der letzten 4 Wochen. Herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben. Schon da zeichnet sich eine große Koalition ab. Was Kraft davon hält, macht sie am Wahlabend in einem Hörfunkinterview deutlich. Wir jedenfalls haben unsere Erfahrung gemacht mit einer großen Koalition. Wir sind da nicht besonders, erpicht drauf, das nochmal zu wiederholen. Und wir werden natürlich analysieren, was ist mit den Inhalten, denn wir sind eine Inhaltspartei seit 150 Jahren und das bleibt auch nach wie vor das, woran wir uns orientieren. Hannelore Kraft wollte keine große Koalition 2013. Und ich sage, da hat sie gute Gründe. Große Koalition ist einfach kein guter Zustand für ein System, was auf Meinungsstreit auch angelegt ist. Und sie wollte es nicht. Und dann war sie aber nach kurzer Zeit gezwungen, doch dafür zu werben. Und das sind natürlich Zwangssituationen, die sehr, sehr unangenehm sind. Warum warst du vorher jetzt noch dagegen und jetzt bist du ganz dafür? Das sind ja Widersprüche und Brüche, die können Sie nicht so einfach kommunizieren. Alles in Bewegung. Die persönliche Integrität, die Interessen der Partei, das Wohl des Landes. Später wird Kraft erzählen, wie aufreibend die Koalitionsverhandlungen waren, körperlich und seelisch für alle Beteiligten. Auch sie selbst kommt an ihre Grenzen. Hannelore Kraft ist entsetzt über den Einfluss der unsichtbaren Mächte. Lobbyisten ziehen die Fäden im Hintergrund. Unterhändler lassen das zu. Herr Gabriel, welche Punkte sind noch offen? Gut, Nächte. Ja. Und gibt es noch irgendwelche offenen Punkte? Natürlich. Ganz wenige. Nur noch ganz wenige. Worauf freuen Sie sich jetzt am meisten? Aufs Lesen. Ach, Sie lesen jetzt noch? Den Koalitionsvertrag. Dass sie damals bei den Koalitionsverhandlungen 2013 erst gesagt hat, wir gehen nicht in eine große Koalition. Das hat ja so, das war zwar auch strategisch schwierig, dass sie das gemacht hat. Sie stand als Verliererin da, hat aber dazu geführt, dass sie nachher als Verhandlerin durchaus eine starke Position hatte, weil sie diejenige war, die man erstmal überzeugen musste. Und wie überzeugt man jemanden? Indem man ihm was gibt. Also das war, also an der Stelle war sie gar nicht unclever. Alles gut, ausgeschlafen. Musste schlafen, ja klar. Schlechter Scherz heute. Inzwischen Kamera und Lampe, bitte. Darf ich Sie um eine kurze Sprechprobe bitten?
Was wollen Sie von mir hören? Dass ich wenig geschlafen habe, 21 Stunden verhandelt habe und ganz zufrieden bin. Herzlichen Dank. Kamera läuft. Frau Kraft, wie zufrieden sind Sie mit dem Koalitionsvertrag? Ich bin mit dem Koalitionsvertrag zufrieden, sehr zufrieden. Und ich werde den Mitgliedern auch in Nordrhein-Westfalen empfehlen, dem zuzustimmen. Wir haben viel erreicht. Den Kanzler stellen die Sozialdemokraten nicht, aber sie sind in der Regierung. Im SPD-Vorstand geht es jetzt um Machtfragen und um Ministerämter. Hannelore Kraft kennt das Spiel, aber sie will es nicht mitspielen. Die Jungs sollen sich ruhig ihre Posten sichern, alte Rechnungen begleichen und neue Karrieren aufbauen. Sie selbst ist auf dem Sprung zurück nach Düsseldorf. Die Wochen in Berlin, sagt sie später, haben ihren Blick auf Politik verändert. Auf den Berliner Betrieb und auf die eigenen Genossen. Abends in einer Sondersitzung ihrer Landtagsfraktion wird es schließlich aus ihr herausbrechen. Hinter verschlossenen Türen sagt sie, sie werde nie, nie als Kanzlerkandidatin nach Berlin gehen. Wenn man von der Motivation ausgeht, da könnte jemand noch einen großen Karriereschritt machen, dann war es ein Fehler. Die Situation, in der sie das gesagt hatte, war eigentlich die, dass sie ihren Parteimitgliedern klar machen wollte, wenn ihr den Koalitionsvertrag der Großen Koalition 2013 nicht akzeptiert, bildet euch nicht ein, dass ihr mit mir als Spitzenkandidatin in eine Neuwahl gehen könnt. Ich sage euch hiermit, ich bleibe in Düsseldorf und gehe nie, nie, nie nach Berlin. Sie hat dafür gesorgt, dass sie danach im Willy-Brandt-Haus einfach nicht mehr ernst genommen wurde. Sie hat damit Macht parteiintern verloren, weil alle wussten, dass sie das ernst meint und dass sie in Berlin eben auch nicht entsprechend dazwischenfunken würde, was die richtigen Spitzenentscheidungen angeht. Und sie hat auch dafür gesorgt, dass man im Kanzleramt durchaus aufatmete und sagte, puh, die Konkurrenz sind wir schon mal los. Sie hat eben damit auch die SPD gegenüber dem politischen Konkurrenten geschwächt, indem sie gesagt hat, niemals nie. Weil ansonsten hätte man ja gesehen, die SPD hat noch 2, 3 Patronen im Gürtel und eine davon ist die Hannelore Kraft. Und sie hat sich damit einfach zu einer Platzpatrone gemacht für ihre eigene Partei. Auch zu Hause am Rhein wird das Klima jetzt rauer. Die Nullrunde für die Beamten war verfassungswidrig, sagt das Landesverfassungsgericht. Und im Parlament wird abgerechnet. Wir haben Ihnen gesagt, Sie werden in die Lage kommen, in die Sackgasse kommen, dass Sie Ihre Versprechen brechen müssen oder die Verfassung. Wir haben jetzt bei der Beamtenbesoldung den ersten Fall erlebt, wo Sie sowohl Ihr Versprechen gegenüber den Beschäftigten gebrochen haben, als die Verfassung. Und das, Frau Kraft, wird sich bis 2020 fortsetzen. Heute leben wir in der Situation der Haushaltssperre. Wir leben jetzt in der Mangelverwaltung. Frau Kraft, wenn eine Landesregierung in Zeiten von Rekordeinnahmen die Haushaltssperre verhängen muss, dann ist das die Kapitulationserklärung und der politische Bankrott. Und den haben Sie zu verantworten. Die Ministerpräsidentin in der Defensive. Mit dem ruhigen Regieren ist es nun endgültig vorbei. Und dann geht im Münsterland die Welt unter. Ein Sturm tobt durchs Land. 2 Menschen sterben. Tausenden schwimmt ihr Hab und Gut weg. Die Aufräumarbeiten dauern Wochen. Doch ausgerechnet die Landesmutter, die Kümmerin, kommt nicht. Ihre dünne Erklärung? Sie war im Urlaub in einem Funkloch. Ich glaube, auch das hat was mit ihrer Sicht auf Politik zu tun, dass sie symbolische Handlungen ablehnt. Nehmen Sie das Hochwasser in Münster. Da war sie ja im Urlaub zu dem Zeitpunkt. Und sie sah auch jetzt nicht ein, weil sie konnte ja sowieso nichts mehr machen, warum sie jetzt den Urlaub abbrechen und dorthin fahren sollte, nur um die obligatorischen Fernsehbilder zu liefern. Sowas hat sie abgelehnt. Sie hat nie akzeptiert, dass dieses Amt auch Symbolik mit sich bringt, die man liefern muss,
weil man öffentlich in solchen Situationen einfach stattfinden muss. Sie wurde befragt, warum warst du nicht da? Und dann hat sie diese Geschichte mit, ich war nicht da und war irgendwie im Urlaub und war dann im Funkloch. Und das schaukelte sich so hoch. Das ist quasi das klassische Entgleiten in einer Krisenkommunikation. Es wird eigentlich immer noch schlimmer und irgendwie auch unglaubwürdig und passt dann auch gar nicht zu Hannelore Krafts Image als authentischem Menschen, der sicherlich authentisch das Bedürfnis hat, ich habe jetzt Urlaub und auch jedes Recht dazu hat, aber dann diese Geschichte obendrauf sitzt, wo man Dinge erfährt über Funklöcher, die man nicht für möglich gehalten hätte. Silvester 2015. In Köln tobt ein Mob. Der Rechtsstaat ist aus den Fugen. Hunderte Frauen werden sexuell belästigt. Deutschland ist erschüttert und tagelang schaut die Welt auf NRW. Von Hannelore Kraft ist lange nichts zu sehen. Erst 9 Tage später, bei einem SPD-Empfang in Gelsenkirchen, tritt sie wieder vor Kameras. Sie ist ungehalten. Bitte die anwesenden Medienvertreter um Verständnis. Mikrofone sind wichtig, aber ich sollte auch mein Manuskript lesen können. Sie hat private Sorgen. Ihre Mutter ist schwer erkrankt. Zur Silvesternacht nur wenige Worte am Rande. Die Fragen, die offen sind, werden in den nächsten Tagen geklärt werden. Und es wird alles auf den Tisch kommen. War der Neustart in Köln zu spät? Es war verabredet keine Nachfragen, wenn ich richtig war. Danke. Ja, sie hat alles persönlich genommen. Und das ist etwas, was man in der Politik niemals tun sollte. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sie dann in so eine Negativspirale hineinkam, die sich immer weiter drehte und bei ihr die Kränkungen dann noch zunahmen, weil die Kommentare, wenn sie abgebügelt hat, natürlich erst recht schärfer wurden, weil man dann gedacht hat, okay, sie hat es nicht verstanden, dann müssen wir es vielleicht noch mal klarer ausdrücken. Ich meine wahrgenommen zu haben, dass sie immer sehr schnell mit der Politik als Ganzem haderte, wenn es kritisch und schwierig für sie wurde, weil sie eben nicht so für das Amt und für die Politik brennt und gebrannt hat, wie das sonst eigentlich bei Ministerpräsidenten der Fall ist. Ich meine, die Menschen kämpfen ihr ganzes politisches Leben lang um solche Ämter und verteidigen die mit Zähnen und Klauen, weil die ihnen extrem wichtig sind, weil die ihnen was bedeuten. Und bei Hannelore Kraft hatte man immer den Eindruck, dass, wenn es schwierig wurde, sie dann direkt an der Politik als Ganzem und ihrer Rolle darin zweifelte. Besser läuft es jetzt ausgerechnet in Berlin. Im Ringen um den Länderfinanzausgleich verhandelt Kraft an führender Front. Mit anderen Ministerpräsidenten und SPD-Spitzenleuten. Im Kanzleramt geht sie jetzt ein und aus und macht das, was sie am besten kann. NRW-Interessen vertreten und ein bisschen schaulaufen, ohne störende Presse. Problem vieler Journalisten in Düsseldorf war, dass man den Eindruck hatte, von dem Zeitpunkt an, als es nicht mehr so leichtgängig hier war in Düsseldorf, als es nicht mehr so gut lief, dass sie sich rar machte, dass sie im Grunde den politischen Diskurs nicht mehr führen wollte und kritische Fragen nicht mehr zur Verfügung stand, sondern sich mehr und mehr in Schönwettertermine flüchtete. Das anfangs gute Verhältnis der Ministerpräsidentin zu den Medien ist im Frühjahr 2016 bereits zerrüttet. Hannelore Kraft hat seit 15 Monaten keine Landespressekonferenz mehr gegeben. Von den Journalisten in Düsseldorf fühlt sie sich missverstanden und schlecht behandelt. Ich saß ja neben ihr in der Pressekonferenz, weil ich die geleitet habe. Und sie kam ja mit einem ganzen Konvolut an Materialien, mit Registerzetteln, markiert, unterstrichen. Und da hatte ich den Eindruck, sie verlässt sich in diesem Moment gar nicht mehr auf ihren persönlichen Instinkt, sondern sie versucht immer weiter, sich abzusichern, bloß nichts falsch zu machen. Und dadurch hat sie vieles immer schlimmer gemacht. Wissen Sie, ich glaube, die Frage kann Ihnen der Innenminister dann beantworten. Ich weiß nicht mehr als der Sachstand, der jetzt dort wiedergegeben worden ist. Bitte um Verständnis, auch bei einer solchen Fragerunde. Ich kann nicht über jedes Detail etwas wissen. Das kann nicht sinnvoll sein. Man ist nicht immer stark.
Ich glaube, das ist die Erklärung. Und gerade wenn man denkt, du musst jetzt besonders stark und klar und unmissverständlich sein, dann ist man schon nicht mehr so ein Stück sich selber. Und wenn das gespürt wird, dann kommt man, glaube ich, in eine solche Situation hinein. Gibt es außer dem Wahlkampf, Frau Ministerpräsidentin, noch wichtige Programmpunkte, die Sie im kommenden Jahr umsetzen müssen? Oder dümpeln wir so langsam in den Wahlkampf? Also wir haben noch einiges vom Koalitionsvertrag umzusetzen. Vieles ist schon erledigt. Wir sind noch beispielsweise in der Debatte ums LEP. Also große Themen haben Sie nicht mehr. Ich finde, LEP ist doch ein ziemlich großes Thema. Aber ich könnte Ihnen jetzt auch noch ein paar andere nennen, wenn Sie mir Gelegenheit geben. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Einfach. Wenn Sie mir eine Minute geben, kann ich das gerne machen. Ich finde es nicht, es tut mir leid. Können wir Ihnen gerne nachliefern, was noch an großen Themen dabei ist, aber es war noch einiges. Unter anderem auch das Naturschutzgesetz. Ich glaube, dass das so Symptome auch der Überforderung sind, die sich zeigen, egal in welcher Funktion man ist. Und es ist natürlich ungleich schwerer, da einen Ausweg zu finden, wenn Sie an der Spitze von einer Organisation stehen. Weil wem vertrauen Sie denn eigentlich noch? Wer berät Sie, wenn Sie vielleicht vorher schon nicht richtig gut beraten waren? Und in Krisenzeiten schlägt es halt voll durch. Es ärgert mich ja doch, dass ich den Zettel nicht gefunden habe. Ich habe ihn gefunden. Als Kraft ihn dann doch noch findet, den Zettel mit den großen Themen, ist die Pressekonferenz zu Ende. Und kaum ein Journalist hört mehr zu. LEP, Leitentscheidung Garzweiler. Die Ministerpräsidentin macht den Pressejob jetzt einfach selbst. Ihr 14-Stunden-Tag gibt reichlich Bilder her. Sie dreht sie eigenhändig und postet sie im Internet. Morgens kurz vor 9 auf dem Weg nach Düsseldorf. Erste Sporteinheit habe ich schon hinter mir. Und jetzt im Auto warten die Postmarken, die Zeitung. Erstmal muss ich gucken, dass ich klarkomme. Zwischen Promi-Selfies und Konferenzhopping. Die Inszenierung von Politik durch Politiker. Macht macht Bilder. Der Erkenntnisgewinn ist eher gering. So, wir sind jetzt in Wolfsburg durch, jetzt gehe ich erstmal was frühstücken. Das war so der Glaube, ich muss so ein neues Gadget nutzen, um meine Unverbrauchtheit unter Beweis zu stellen. Herausgekommen sind unvorteilhafte Bilder. Wie könnte es auch anders sein? Es ist halt nicht professionell fotografiert, sondern von ihr selbst. Im Auto sitzend, morgens schlecht gelaunt, im Selbstgespräch schlecht gelaunt. Muss man hinkriegen. Braucht man aber auf jeden Fall nicht anschauen. 6.14 Uhr am Bahnsteig. Also. Im Januar 2017 kürt die SPD den nächsten Kanzlerkandidaten. 2013 war Kraft die Kandidatenmacherin. Inzwischen aber hat sich die Machtbalance in ihrer Partei verschoben. Das war dann eben mit Händen zu greifen, spätestens bei der Frage, wer wird jetzt Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl 2017. Das hat nämlich Frau Kraft einfach auch völlig überrascht, wie das dann lief. Das war ja faktisch alleine Sigmar Gabriel, der das entschieden hat. Man hat dann im Nachhinein doch den Eindruck versucht zu erwecken, dass eben andere und eben auch Hannelore Kraft doch eingebunden gewesen seien. Naja, aber ehrlich, die war authentisch überrascht. Ich habe es ja selbst miterlebt aus nächster Nähe. Und das ist so ein bisschen so das Symbolbild auch gewesen. Sie war dann auch parteipolitisch einfach abgemeldet. In NRW sieht es um diese Zeit noch besser aus. Hier ist sie unangefochten, die Nummer 1 und das Gesicht der SPD. Die Partei setzt auf sie und ihre Wahl zur Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl ist alternativlos. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, wir haben ein Ergebnis. Abgegebene Stimmen 422. Davon gültig 422. So. Mit Ja gestimmt haben 422.
Wenn Sie sich die Szenen angucken nach dem Wahlergebnis, wie sie alle Kabinettsmitglieder auch noch persönlich herzt und umarmt, zeigt das, wie stark diese Partei auf Hannelore Kraft fokussiert war und wie sehr man daran glaubte, dass sie praktisch mit ihrem Landesmutter-Nimbus auf jeden Fall diese Wahl gewinnen wird. Ob sie da bereits ahnte, dass es knapp werden würde, dass es diesmal nicht reichen könnte und die Tage bis zur Abwahl schon gezählt waren? Für einen kurzen Moment darf die Partei noch hoffen. Der Mann aus Würselen ist gekommen und lässt die SPD in den Umfragen überraschend in die Höhe schnellen. Doch der Schulz-Hype trügt und auch die Kandidatin schwächelt. Charismatische Wahlkampfreden fallen ihr schwerer als früher. Wo damals Charme war, ist heute Lautstärke. Miteinander, das hat Nordrhein-Westfalen in der Vergangenheit stark gemacht und das wird uns auch eine gute Zukunft bringen. Die Partei steht zu ihr, doch draußen auf den Marktplätzen wird's unangenehm. Es gibt doch halb das Schulen, wovon reden Sie? Ihre offenen Flanken verfolgen sie. Schule, Schulden, innere Sicherheit, Probleme, die sie nicht gelöst hat, Steilvorlagen für ihre Angreifer. Politische Visionen, Fehlanzeige. Wenn man diagnostiziert, dass sie praktisch von den drei Komponenten, die ein Spitzenpolitiker haben muss, also Robustheit, Nahbarkeit und strategisches Vermögen, nur die Nahbarkeit mit sich bringt, dann muss das Umfeld dafür sorgen, dass die beiden anderen Komponenten ausgeglichen werden. Und das ist nie geschehen, entweder weil sie es nicht zugelassen hat oder weil es eben an Problembewusstsein fehlte. Das ist natürlich auch für den Menschen Hannelore Kraft wahnsinnig tragisch. Sie hat ja es tatsächlich geschafft, die SPD in Nordrhein-Westfalen wieder aufzubauen, wieder an die Macht zu führen. Und dann hat sie diese Macht selber wieder verspielt und die SPD jetzt wieder in eine Phase tiefer Depression, Unsortiertheit hineingeführt. Und sie hat halt auch nicht daran gedacht, dass es mit ihr zu Ende gehen könnte. Ja, Landtagswahl. Der Abend der Entscheidung, in der Wahlsendung auf der Leinwand vor dem Landtag das Ergebnis. Sie haben gewählt, und zwar mehrheitlich die CDU. Riesenjubel, so sah das aus vor einer Dreiviertelstunde bei der CDU hier in Düsseldorf. Die erste Prognose für die Christdemokraten, ein absolutes Traumergebnis. Es ist passiert. Rot-Grün ist abgewählt, Union und FDP haben gewonnen und die Sieger eilen in den Landtag. Zwei Wahlziele gehabt, Rot-Grün zu beenden und stärkste politische Partei zu werden. Und beides ist gelungen, allen einen Dank für das Engagement in den letzten Tagen. Ja, und zeitgleich mit dem Wahlsieger ging SPD-Spitzenkandidatin und Ministerpräsidentin Hannelore Kraft vor die Kameras. Ich muss sagen, die Entscheidungen, die getroffen worden sind, dafür übernehme ich persönlich die Verantwortung. Und deshalb werde ich mit sofortiger Wirkung von meinem Amt als Landesvorsitzende der SPD und als stellvertretende Bundesvorsitzende zurücktreten. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich bin fest davon überzeugt, wir haben in den letzten 7 Jahren das Land Schritt für Schritt nach vorne gebracht. Leider konnten wir es den Wählerinnen und Wählern nicht vermitteln. Herzlichen Dank an euch alle und Glück auf! Mit dem Wahlabend vollzieht Hannelore Kraft einen radikalen Schnitt, zieht sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Früher suchte sie die Nähe zu den Menschen, jetzt sucht sie nur noch Abstand.